Maestro, was ist der erste Song, den wir uns heute gönnen? Wir gönnen uns Samba und Capital Bra, 365 Tage. Alhamdulillah. So, seht ihr das, was... Ja, wir sehen alles, Bruder. Ja, wir sehen perfekt. Wir hören auch alles, ja. Ständig unterwegs von Termin zu Termin. Ich halte es kaum noch aus, nur mit viel Tilidin. Stopp. Wow, meine Fans sind loyal. Stopp. Ruf ich Sam, dann schreien alle rein. Bruder, ich habe gewartet, wie lange Sekunden es dauert, bis Tilidin droppt. Aber du hast einfach nicht in der Sekunde gestoppt, Alter. Du hörst mich nicht. Ich höre gar nichts. Okay, wir müssen ein Handzeichen machen. Wir machen so. So. Oder so. Aber das wäre respektlos, oder? Ja, das wäre respektlos. Das okay, respektlos. Ich stehe über den Leuten, unter dem Licht, Herz gefickt, weil ich meine Mutter vermiss. Und geh ich von der Stage, dann will ich keinen sehen. Er will mir alles holen, ich sag dem Runner, er soll gehen. Backstage, voll mit Energy und Wodka und der Not. Okay, schau, mach du besser so in deinem Kopf einen Timer, immer 8 Sekunden, okay? Weil die Brüder sind sehr gewagt, was das Sperren angeht, deshalb müssen wir hier. So, okay Jungs, was sind eure gemischte Meinungen zu dem Song bis jetzt? Also bei mir, weißt du, was ich traurig finde nur? Was? Jetzt wirklich auf Real Talk. Real Talk. Da sind wirklich schöne Sätze dabei. Ja. Aber was dann wieder dieser Anfang das kaputt gemacht hat, ich nehme viel Tilidin, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Obwohl da in dem Song sehr schöne Sätze bis jetzt gefallen sind, finde ich das traurig, dass der am Anfang so ein bisschen den Vibe so... Ja, er meint, er nimmt wahrscheinlich so viel Tilidin, weil eben er das alles... Ja, aber sonst sind bis jetzt auf jeden Fall stabile Sätze gefallen. Manuel? Ja, also es ist so, dass es jetzt... es ist halt normal, Kapi und Samra, normaler Song, so, ich meine, weißt du, ich meine... Die waren lang weg, deshalb... Die waren lang weg. Also... Nein, aber ich fühle, ich mag Samra eh, deswegen ist halt so, aber es ist halt Samra. Es ist Samra. Okay, Alpa, Bruder, wir sagen es so. Ja, warte mal, die Situation ist cringe. Bisschen angespannt. So jetzt? Musst du jetzt drauf drücken, weil cringe? Ja, ja, drück einmal, drück einmal. Danke. Genau. Ich hab's überhaupt. Ich hab mal eine Frage. Was ist ein Arendnassel? Benim Aramda hiçbir şey yok yani. Ich hab meinen Frust rausgelassen und ich hab da jetzt kein böses Blut auf Samra. So. Ich wollte nur den Fans klarstellen, was die Lage ist. Und ansonsten, für mich ist das Thema Samra durch. Also ich würde da jetzt nicht weiter drauf rumhacken. Und Senden? Bei mir, ich hab Samra ganz ehrlich. Er ist schon immer an meinem Herzen gewesen. Wir hatten lange keinen Kontakt. Jetzt haben wir uns getroffen und haben alles aus der Welt geschaffen. Und er ist wieder hier, Jan, die ganze Zeit. Ich verfolge seine Musik auch die ganze Zeit. Und aber jetzt, was er jetzt, weil er jetzt über die Sätze mit mir reden wollte, dann sage ich, okay, jetzt erzählt er von seiner Lage, von seinem Leben. Dann muss man es so akzeptieren, wenn er Tilidin nimmt oder macht oder darüber rappt. Dann deswegen, ist das halt so. Die Lage ist cringe. Ich bin zwischen zwei so... Aber ne, nein, wir sind doch nicht Dings, ja, ne, ich bin doch jetzt nicht so, dass ich jetzt so, dass es mich jetzt abfuckt, wenn jemand Samra feiert, um Gottes Willen, Samra ist zurzeit einer der Angesagtesten, aber so, ich habe mit dem nichts mehr zu tun, ich glaube, unsere Wege haben uns getrennt und mehr ist da nicht so. Benji, eines in der Blüm. Play drücken, wa? Nein, es ist Barischen, da. Habe ich auch gesagt. Oder Benim Kapımı Açık, her zaman açık. Ich bin der Letzte. Balas ist Barışın, da. Weil diese ganze Szene ist so Peach-Dollo am Anarum. Peach-Dollo, da? Ich schwöre auf alles. Walla, Peach-Dollo, da? Da hat auf jeden Fall Manuelsen ein großes Machtwort jetzt Walla, gesprochen. Das ist Barışın. Die guten Leute sollen irgendwie so... Streift euch zumindest nicht. Walla, meine Tür ist offen. Ich möchte allgemein mit niemandem Beef haben. Ich war auch noch nie jemand, der mit jemandem Beef haben wollte oder Beef gestartet hat. Solange die Leute mir mein Brot gönnen. Mann, der Junge ist der zuckerste Junge, ja. Immer wenn ich mit ihm zusammen bin, ich krieg Bauchkrämpfe nur vom Lachen, ja, ne. Ja, so. Also, ja, ne. Ich krieg immer Gänsehaut, wenn ich mit dir. Nein, auf jeden Fall, ich bin der letzte Freund vom Beef. Leere Dose haben wir. Und meine Tür ist offen. Arzt kommt im Helikopter, die Zeit ist viel zu kostbar. Sie wollten mich nur klein halten, doch wer im Gashaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Der Lebnani in Giorgio Armani kann kaum noch laufen, doch steigt auf die Ducati. Hm.
Hm. Ja, es sind halt noch immer die Sätze seines Herzens. Es ist so ein Abschluss des Albums, bevor es rauskommt, mit Zusammenschnitt von den Videos, die alle rausgekommen sind. Sympathisch, also. Die Weltunterschiede, der Shade an dem Spiegel. Für viele bin ich leider nur eine Gelddruckmaschine. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Aha. Was ich gemacht hab für Geld. Das hat jemand gerade Aha gesagt? Das ja, ich also, Walla, ich dachte gerade Adlib. Ich wollte sagen, das doch, ey, warum macht er da sein Adlib rein? Ja, ja. Ich dachte Adlib gerade. Das ist Manuel. Er macht immer zwischendurch, wenn er was fühlt, so auf Aha. Ja. Und warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht und ich hasse die Welt. Durch die Stadt im SL, es geht alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang. Ich bin im Studio auf ja. Ey, wisst ihr, jetzt mal was ganz anderes, ne? Ich habe da, wo ich gerade diese Elif gesehen habe, ne? Ich würde, die hat heute was voll Süßes auf Instagram gemacht, voila. Habt ihr? Shay, und ein Album ist bitte, ja. Jungs, klar, ich verstehe kein Türkisch. Entschuldigung. Bruder, bitte. Aber die Leute wollen das. Es ist aber ein deutscher Stream, Jungs. Aber die Leute wollen, dass er Türkisch redet. Entschuldigung. Türkçe bilmiyorum. Ne? Osman, Türkçe öğreneceksin, Digga. Ne anlamıyor musun? Öğrenme lazım, okay. Digga. Auf jeden Fall. Ich sag's jetzt nicht mit Kodum. Sie hat Dings. Sie hat ihr Album fertig gemacht. Ja. Und weil sie dann so fertig hast und das so gezeigt hat, ne, Osman Ala Delan. Er macht's wieder. Walla, so ein bisschen. Die hat so ein bisschen geweint. Wenn er Tatle will. Ja. Walla, das war so richtig süß. Wenn er Safi ist. Walla. Walla, das ist ein bisschen in mein Herz gegangen. Ich aber kann auch Show sein. Das war Gänsehaut, wa? Ne, Walla, ehrlich jetzt. Schacha macha bianna. Das war ja wirklich so ein bisschen so. Die hat so geschrieben, wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Jetzt ist fertig und so. Und dann das alle, oder? Kurz, Kokain schmeckt wieder bitter. Ich fang an zu weinen, vermisse meine Kinder. Doch nur für euch mache ich das Paraklar. Also gerade war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr... Macht ihr nicht so ein Instagram-Foto immer? Alben in einem Jahr, nur noch 5 Minuten, dann ist Stage-Time. Papa, wir lieben dich, ja, ich über FaceTime. Ich wollte nicht selbst bleiben, für euch ein Held. Stopp, ist schon sehr süß. Nein. Und bin mein Weg gegangen, wie bei 8 Mile. Und euer Onkel Ashraf, er mag sich, wenn wir ihn erwähnen. Doch ohne ihn wäre ich lang nicht mehr am Leben. Echte Freunde zähle ich an der Hand ab. Ashraf, Samra, Vincent. Ich wollte noch hören, wer dazu zählt. Heiko Hammer. Heiko Hammer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wer ist Heiko Hammer? Der Produzent. Der Videobruder, glaube ich. Oh. Oder? Achso, nicht der Produzent? Der Heiko Hammer ist der Videomann. Der Videomann. Grüße gerne raus. Ist Videomann nicht sehr gerne mal gewesen? Der ist jetzt lost, glaube ich. Nein, der macht jetzt gerade ein paar Dinger für Samra. Weiter. Denn nur wegen euch hab ich heute was zu essen. Und ich scheiß drauf, was die Hater reden. Ich fall auf die Knie, um zu Gott zu beten. Mitten in der Nacht und ich fass mich sehr süß allein. Auf Ehre. Die haben ja ein paar Mal schon bei Kapi gehört mit Ich fall auf die Knie, um für Gott zu beten. Aber Ukrainer, ne? Ukraine, aber er ist Moslem. Ist konvertiert oder gibt es da Muslime in der Ukraine? Ich weiß das jetzt nicht. Nee, er ist konvertiert. Konvertiert, ah, mashallah. Auf Hamdullahi-Basis. Mashallah. Du hast gerade einfach technical problems. Was ist gemacht, das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht und ich hasse die Welt. Durch die Stadt im SL, es geht... Was bedeutet das was? Ja, das war aus Versehen. Ach so. Okay. Alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang. Kauf ein Lamborghini Anthrazit. Kranker Beat, keine Gnade. Wie man sagst? Muss sagen, es ist ein ungewöhnlich langer Song. Der war süß. Der und, war, und der Song, der Bruder, der Song ist ungewöhnlich lang für die Spotify-Playlist. Damals wird ich schlafwandeln. Und trotzdem muss ich jetzt in den Charts landen. Das alles fickt mein Immunsystem. Draußen warten nur Hyänen, doch ich bleibe souverän. Ferragamo Gürtel, sie würden mich gern töten. Tun, mal als ob sie mich mögen. Also nur damit ich Aufmerksamkeit kriege. Ich hab unnormal Durst, Bruder. Doch wollen nur mein Vermögen. Der charmanteste Wichser, arroganteste Junkie. Bin ich mit ihr fertig, kann sie sich wieder anziehen. Und der Automat läuft wieder auf Autostart. Endlich plus, doch ich bin nicht in der Lage auszuzahlen. Was für Anlegen, 100k abheben. London, Nachtleben im... Ja, er erzählt halt so ein bisschen sein ganzes Leben und wieso er ein arroganter Junkie geworden ist, mäßig. Nein, also es ist jetzt no front, aber es, so ist halt der Song. Voll viele haben mir geschrieben, du bist voll böse, dies, das. Du verstehst Samra nicht, wieso er so viel Teledin nimmt. Er erzählt es in seinem Outro. Und so ein bisschen, Bruder, Herz. Weißt du, ich meine? Ja. Yeah. Er flüchtet vor Dunja, mäßig. Ich halte mich bedeckt. Manuel, was sagst du zu dem Ganzen? Ich glaube, er hat einfach eine Figur erschaffen in der Öffentlichkeit,
Ich glaube, in echt ist er, ich kenne ihn gar nicht, ja, ne? Aber ich glaube, vielleicht in echt ist er nett. Aber er hat so eine Figur erschaffen in der Öffentlichkeit, die so ein bisschen diese, die so ein bisschen dieses verwegene John, wie heißt der nochmal? Wick. Nicht John Wick, dieser James Dean, so verdorbene Bad Boy, so ein bisschen, aber hat alles, aber auch wieder nichts. Und ja, ich glaube, ja, das möchte er ein bisschen rüberbringen. Schafft er auch. Und ja, er lebt ja auch den Style. Also es, ich meine. Ja, Gott weiß. Was? Nein. Also es ist ganz klar. Ja, dann, ich weiß nicht. Allah Yashifio, Janne. So. Aber Bruder, ganz ehrlich. Ich wünsche ihm gute Besserung. Er ist ehrlich, er bringt sich so rüber, wie er ist. Genau. Das mag ich eigentlich an Menschen. Wenn er gerade so in dem Dings ist und sich so, ja, rüberbringt, funktioniert doch auch. Ja, aber ich finde, an der Stelle muss ich ein bisschen, ich will jetzt keinen Front machen, aber an der Stelle finde ich das ein bisschen übertrieben, wenn man so sehr, also ich finde es nicht okay, wenn man so sehr übertreibt mit Drogen, dies, das. Weil Bruderherz, du kannst sagen, was du willst, und ich sehe viele Neffen von mir, die wachsen einfach mit Deutschrap auf. Und wenn ein Kind schon immer deine Musik hört, immer wieder Drogen, Kokain, Bruder, ich schwöre dir, diese Kinder, das speichert sich im Kopf ein, wenn das schon früh anfängt, und das ist dieses Ding. Und das meinte ich mit Tamam, man kann das einmal machen, aber doch nicht in jedem Song, Bruderherz. Nicht in deren Musik ein, ich will auch nicht so tun, als hätte ich die beste Musik, um Gottes Willen. Aber ich find's nur ein bisschen übertrieben, Digga, dass das so oft passiert mit Teledin und Digga. Und manche Drogen kenne ich nicht mehr, weißt du, Schwein? Das ist schon so krass. Quarterschlägen, inhalieren, denn der Tod ist reserviert. Investieren und dann alles verlieren. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich gemacht hab für Geld, das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht, und ich hasse die Welt durch die Stadt. Ja, ist halt wieder die Hook, dazu kann man jetzt nicht viel sagen. MSL, es geht alles zu schnell. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang, mitten in der Nacht, und ich hasse mich selbst. Also, oha, wo hast du Stopp gedrückt an meiner Römer? Also, diese Szene ist ein bisschen Scheitan angelehnt. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. Also, ganz kurz, stopp. Hat er da wirklich geweint, gerade bei der Aufnahme? Das klang nämlich so. Also, schon sehr rührend. Abschließende Meinung zu dem Song von mir. Ein schönes Outro von dem Album. Ja. Wir reden halt von ihrem Herzen. So, was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist dieselbe Meinung, die du hast. Ich habe ja sowieso schon gerade meine Meinung gesagt. Okay. Manuel? Es ist Samra und Kapi. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt mutig von Kapi, dass er so emotional geworden ist. Er hat ja in den letzten Song, wie hieß der nochmal, wo er gesagt hat, Dings. In letzter Zeit hat er ein bisschen probiert, so ein bisschen auch mal was anderes zu sagen. Aber meinst du das gespielt oder das, also ich finde es, das kommt real rüber. Nein, ich glaube, die Jungs leben echt gerade fast life so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube manchmal, wenn die dann alleine nachts im Hotelzimmer sitzen, dann kommt auch manches wieder zurück und dann macht man sich schon ein bisschen Gedanken, yeah, weil die werden ja auch ein bisschen älter, ne? Die sind ja jetzt auch schon 2, 3, 4, 5 Jahre am Start. Die werden ja älter auch. Und irgendwann Kinder werden größer und dann legt man ein bisschen mehr, wenn man alles gesehen hat, Champagner, Kokain, Frauen, irgendwann denkst du dann so ein bisschen auch über die wesentlichen Dinge des Lebens nach. Mhm. Ich glaube, in dieser Phase sind die gerade. Ja, Mann. Was nicht unbedingt sich schlecht auswirkt auf die Musik. Ich glaube, es ist, glaube ich, eher besser. Schöne Meinung von Manuel. Obwohl er bedeckt war, hat er sich alles gespart für das Ende. Ich bin aufmerksam. Manuel, zu wild. Alpha, dein Abschluss. Ich wollte genau dasselbe wie Manu sagen. Junge, du bist doch Shisha rauchen. Ja, hörst du nicht, er raucht schön hinten auch.